Die Investmentshow Die Höhle der Löwen ist eine der größten und bekanntesten deutschen Startup-Shows. Die Löwen investieren jährlich mehrere Millionen Euro in erfolgsversprechende Ideen. Doch leider werden nicht alle Produkte der Sendung ein Erfolg. In diesem Video möchte ich dir 5 Produkte zeigen, die es leider langfristig nicht geschafft haben, auf dem Markt zu überleben. Dieses Video beinhaltet sowohl gescheiterte Deals als auch insolvente Unternehmen oder ganz einfach schlechte Ideen. Hier ist alles dabei und gerade der letzte Deal wird euch vom Hocker hauen, denn sowas gab es bei Die Höhle der Löwen noch nie. Also bleibt dran, lasst ein Like auf diesem Video da, ein Abo auf dem Kanal. Wir gehen gleich zum ersten Produkt. Das erste Produkt ist Glasello, ein Desinfektionsstift to go. Glasello wurde Anfang 2016 vorgestellt und ist ein Desinfektionsstift, mit dem man unterwegs Gläser, Teller und ähnliches desinfizieren kann. Es soll vor unerwünschten Keimen und auch Krankheiten schützen. Sie bekamen einen Deal mit Ralf Dümmel. Dieser investierte 125.000 Euro für ganze 30% der Unternehmensanteile. Der damalige Preis, mit dem Glasello in den Markt gestartet ist, waren 14,99 €. Einfach den Glasello genommen, einmal rum. Und mit einem Dreh waren alle Keime und Viren verschwunden, haben sie dann im Schwarzlicht bewiesen. Die Gründer haben mich überzeugt, das Produkt hat mich überzeugt. Für die Handtasche, für unterwegs, super geeignet. Und ich glaube, dass das ein wirklicher Millionenseller wert und nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international ein unglaublich starkes Produkt. Aus der heutigen Sicht betrachtet kann man sagen, dass diese Idee wohl leider ihrer Zeit voraus war. Denn der große Virus kam erst einige Jahre später und bevor dieser überhaupt das Land treffen sollte, war das Unternehmen schon nicht mehr am Markt aufzufinden. Die Website ist outdated, die Produkte sind in wenigen Online-Shops noch verfügbar und hier zu einem absoluten Spottpreis. Zuletzt wurde auf Woolworth ein Angebot gesichtet, wo 2 Sticks für ganze 10 Cent erworben werden konnten. Das ist wohl ein erstes Beispiel für einen richtigen Flop aus Die Höhle der Löwen. Das nächste Produkt ist etwas, in das alle 5 damals vor Ort sitzenden Löwen investieren wollten. E-Ball, ein Fortbewegungsmittel, das einem Segway ähnelt, jedoch hier anstatt auf Rädern auf einen Ball setzt. Das Angebot waren 500.000 Euro für 50% der Unternehmensanteile. So wurde der Deal abgeschlossen und alle damaligen Löwen vor Ort investierten in das Produkt. Zum Schluss einigten sie sich dann auf 49% nach der Sendung und der Deal war besiegelt. Jedoch ist er im Nachgang trotzdem geplatzt, da es hier einige Schwierigkeiten mit Patentrechten gab. Es war den Löwen dann doch zu Segway-ähnlich und daher viel zu schwer, an ein richtiges Patent für diese Erfindung zu kommen. Wenn man sich die derzeitige Website des Unternehmens ansieht, sieht man, dass diese auch outdated ist und bis auf einen kleinen Banner oben auch Informationen aus dem Jahr 2016 enthält. Ganz unten auf der Website sind eingetragene Patente zu finden. Dies könnte darauf schließen, dass entweder Teile des Produkts oder sogar das ganze Produkt es geschafft haben, ein Patent zu bekommen. Die Frage ist hier natürlich, wie umfangreich dieses Patent ist und inwiefern dies vor einer Kopie von anderen Firmen schützt. Ich schätze hier, dass die Erfinder zwar weiter dranbleiben und versuchen, ihre Idee auf den Markt zu bringen, jedoch damit abgeschlossen haben, dies zu ihrem Beruf zu machen und eher nebenbei weiter daran tüfteln. Ein weiterer Flop aus der Sendung ist definitiv der Pannenfächer. Vielleicht haben einige von euch die Sendung damals gesehen. Die Familie Kaula legte einen Top-Auftritt sehr sympathisch in der Höhle hin und stellte den Pannenfächer vor. Dieser sollte bei einer Pannen- oder Unfallsituation dazu dienen, ankommenden Autos direkt über den Pannenfächer zu zeigen, welche Probleme es gibt. Hier konnte die richtige Botschaft in die Luft gehalten werden und jeder Autofahrer konnte somit erkennen, was denn gerade für Hilfe benötigt wird. Den Deal haben sie abgeschlossen mit wer auch anderes als Ralf Dümmel. Dieser investierte 70.000 Euro und bekam dafür 25,1% der Unternehmensanteile. Auf den Markt ging dieser Pannenfächer mit einem Preis von 39,90 €. Mittlerweile ist das Produkt leider fast zur Gänze vom Markt verschwunden. Auf einigen Websites lassen sich hier Restbestände finden, unter anderem auf Amazon und eBay. Und auf Amazon wird hier ein Pannenfächer für glorreiche 2,99 € verkauft. Das heißt, dies dient wirklich lediglich dazu, das Lager leer zu bekommen und ist ein weiteres Beispiel für einen gefloppten Deal aus Die Höhle der Löwen. Schade.
Ein weiteres Produkt, das für sehr viel Aufsehen im Internet gesorgt hat, sind die Pinky Gloves. Zwei Gründer kamen mit einer ihrer Meinung nach innovativen Idee in die Höhle der Löwen und wollten hier ein Menstruationsprodukt anbieten. Es sollte das Entfernen von Tampons und Binden unterwegs erleichtern und der Handschuh sollte zusätzlich als Mülleimer dienen, um hier dieses Produkt dann in die Tasche zu stecken, falls mal gerade kein Mülleimer zum Entsorgen vor Ort sein sollte. Ralf Dümmel fand diese Idee ansprechend und investierte 30.000 Euro in die Firma und bekam dafür 20% der Unternehmensanteile. Jedoch, kurz nach Ausstrahlung der Sendung, ging es hier auf Social Media richtig ab. Der Shitstorm wurde riesig und gerade Frauen bemängelten, dass sich hier zwei Männer mit einem Problem auseinandersetzten, wo sie selbst nicht wirklich verstanden, was eigentlich das Problem war. Viele Frauen kritisierten, dass das Produkt unnötig ist, unhygienisch ist und nicht umweltfreundlich sei. Kurze Zeit nach der Sendung gab es noch ein Statement von Ralf Dümmel. Dieser sagte, wir machen Schluss mit Pinky Gloves. Und auch die Gründer selbst gaben ein Statement auf ihrer Instagram-Seite ab, welches ich euch jetzt einblenden werde. Nach diesem Statement hat man sowohl auf der Instagram-Seite als auch anderswo im Internet nichts mehr zu dem Unternehmen gehört. Die Produkte gibt es auch nicht mehr zu kaufen und somit ist es absolut ein mega Flop und hier auch der Platz 2 der Flops aus die Höhle der Löwen. Und der größte Flop aus die Höhle der Löwen ist Tinus. Dieses Unternehmen wurde erst vergangenen Montag in die Höhle der Löwen vorgestellt und sollte ein Schlafkissen sein für Leute, die an Tinnitus leiden. Es sollte per Bluetooth unterschiedliche Dinge abspielen können, unter anderem Musik oder Podcasts, um hier das Einschlafen zu erleichtern und für einen besseren Schlaf zu sorgen. Sowohl Ralf Dümmel als auch Carsten Maschmeyer fanden die Idee sehr überzeugend und sahen hier mehr als nur ein Kopfkissen für Tinnituskranke Menschen. Sondern auch andere Leute, die an Schlafproblemen leiden, könnten hier Profit davon ziehen. Jedoch war das große Problem des Unternehmens, dass es bereits vor Ausstrahlung der Sendung in Konkurs gegangen ist. Die Sendung wurde im Frühjahr 2022 aufgenommen und im September 2022 meldete die Tinus GmbH bei einem Münchner Landesgericht Insolvenz. Hierzu gab es sowohl von Seiten Maschmeyers als auch von Seiten Dümmel ein Statement in den sozialen Netzwerken. Dümmel schrieb hierzu: Wir bedauern sehr, dass wir dem Startup Tinus nicht als Investoren zur Verfügung stehen konnten. Direkt nach der Aufzeichnung bei der Höhle der Löwen konnten wir nicht wie gewöhnlich in Verhandlungen treten, da es nicht einmal zu einem ersten Treffen kam und das Unternehmen leider schon Insolvenz angemeldet hat. Wir wünschen Jacqueline und Simon für ihre persönliche Zukunft ganz viel Erfolg und alles Gute. Auch Carsten Maschmeyer schrieb in einer Instagram-Story ein kurzes Statement zu dem Produkt. Leider kam der Deal mit Tinus One nach der Sendung nicht zustande. Der Grund? Tinus hatte noch eine Altgesellschafterin. Diese hat sich quergestellt und wollte von den Anteil an Tinus nichts abgeben und hat unser Investment damit verhindert. Ralf Dümmel und ich hatten Tinus mit unserem Vertriebspower und einem großartigen Netzwerk auf ein ganz neues Level heben können. Damit hätten wir sehr vielen Menschen mit einer Tinnituserkrankung helfen können. Leider ist Tinus One mittlerweile insolvent, den beiden Gründern Jacqueline und Simon wünschen wir aber alles Gute für ihre Zukunft. Also wie wir sehen, sind selbst diese beiden Statements nicht ganz eindeutig, was jetzt hier der wahre Grund ist. Ralf Dümmel schreibt auf seinem Instagram, es kam nicht zu einem Treffen. Maschmeyer schreibt auf seinem Instagram, es kam zwar zu einem Treffen, jedoch wollte diese Altgesellschafterin keine Anteile angeben und somit kam es zu keinem Deal. Die wahren Gründe werden wir wohl nie erfahren und werden auch nicht an die Öffentlichkeit kommen. Schade ist es dennoch, das Produkt ist eigentlich ein sehr gutes gewesen, denn es ist vielleicht sehr hoch angesetzt mit ganzen 800 Euro, jedoch versprachen sowohl Ralf Dümmel als auch Carsten Maschmeyer in der Sendung, dass dieser Preis deutlich gedrückt werden könnte, nämlich auf unter 200 Euro und somit viel marktauglicher gemacht werden würde. Dieses Produkt hätte vielleicht einigen Menschen geholfen, jedoch sollte es einfach nicht sein. Die beiden Gründer von Tinus sind mittlerweile wieder in einem Angestelltenverhältnis tätig und ich wünsche ihnen natürlich viel Erfolg und viel Innovation für die Zukunft. Das sind natürlich sehr tragische und teilweise auch traurige Fälle. Leider gehört es zu der Startup-Welt dazu. Ich wünsche den Gründerinnen und Gründern aus diesem Video weiterhin viel Erfolg und eventuell auch für zukünftige Projekte guten Erfindergeist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like auf diesem Kanal freuen. Und wenn ihr als nächstes die profitabelsten Deals aus die Höhle der Löwen sehen wollt, also die Unternehmen, die am meisten Geld nach der Sendung verdienen konnten und somit zu richtigen Weltunternehmen geworden sind, dann lasst ein Like auf diesem Video, ein Abo auf diesem Kanal da und schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Flo. Ciao.